Also Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2 auf meinem Kanal. Wir spielen natürlich dort weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Beziehungsweise habe ich euch ja gesagt, dass ich den Ritt hier überspringen werde. Und eigentlich wollten wir ja die Mission weitermachen, wie wir es uns vorgenommen haben. Also alle Personen, die wir dort auf den Karten gesehen haben, dass wir die dann auch quasi befragen, erschießen gegebenenfalls. Hast du nicht gesehen. Aber das eine, ich kann euch das mal kurz zeigen, das eine Ding hier oben, der nächste Kandidat, der so weit weg ist, das ist voll im tiefsten Gebirge. Da muss ich mich vorher umziehen, um dahin zu kommen. Wo der andere ist, habe ich noch keine Ahnung, könnte ich aber in der nächsten Folge mal abchecken. Oder ich werde mich dann halt umziehen. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch was anderes machen. So, es ist alles irgendwie ein bisschen sehr laut mit diesem Zug, stelle ich gerade fest. Ich mache das mal noch ein bisschen leiser. Keine Ahnung, so sollte es funktionieren. Wir machen weiter. Wir sind hier am Gebiet der nächsten Mission. Und hier können wir jetzt absteigen. RS. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was das bringt hier. How's it going? What's the hold up? Play your damn hand. Ja. Hier sind sie. Kartenspieler oder was? Mr. Morgan. I took your advice, sir. I took your advice. Then your God has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I'm free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. Hey, ohne Scheiß. I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They are children of God. How's about you playing this place? Huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Immer dasselbe. Echt. Sorry, Leute. I can't, partners. I don't mean to spoil your fun, but I got things to do. You sure? Quite sure. I gotta get him out of here. Come on, Reverend, let's get you home. Where'd he go? I don't know. I was talking to you. Gentlemen. So, okay, wir müssen den Typ jetzt also finden. Reverend Schwartz! Und wieder nach Hause bringen, oder was? Halte L2 gedrückt, um mit den Personen in der Nähe zu sprechen. So, befragen. Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot, a priest wandering about? Sure, we saw him, smelt him, and avoided him. He went that way, I think. Thanks. Alles klar. Guy looked kind of crazy, mister. Well, you have no idea. Okay, kann ja eigentlich nicht weit sein, deswegen lasse ich das Pferd einfach mal da hinten. Oder nicht. Komm her, Klepper. Wir fangen uns den Burschen jetzt ein. Mein Pferd müsste dringend gestriegelt werden. Ach, hier ist er schon. Get your hands off him. You'll keep. Das hat gut geklappt. You stay out of it. Get your hands off him now, you son of a bitch. What the? Kämpfe gegen den Angreifer. He's with me. This all you got? Alles klar. Und in den Arsch. Zack. Oh my God, you killed him. I'm gonna get the law on you. Konfrontiere den Zeugen. Mord! You're a fine man, Arthur. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da unten?
So. Nein! Nee, ne, der Reverend ist nicht auf dieser Brücke. Ach du Scheiße. Was macht er denn da? Oh, ich habe schon wieder ein bisschen schlechten Ruf gekriegt. Komm, 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 komm. Steck die Waffe weg. Und er ist schon in der Mitte, oder was? Ach du Scheiße. Was macht er denn da? Ach du Scheiße. Okay, okay, okay. Nach vorne drücken. Und X drücken. Okay, okay. Spring, 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 spring. Das war knapp. Junge. Thank you, sir. Oh, no, you don't. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like there that? There was a goddamn train, you crazy bastard. Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Alles klar. Let's get you home. Home? Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? But... was geht mit ihm? Ist er down? Zeuge, Ermittlung. Was für Ermittlung? Bring Reverend Swanson nach Horseshoe zurück. Zeuge, Ermittlung? Come on now, boy. Was geht? Zeuge, Mord. Don't mind if I do. Was geht da unten? Was geht, Zeuge, Mord, warum? Hier unten, oder was? A flush of death. What's that? Ah, alles klar. Tea, please. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Wir reiten einfach mal zurück. Ich hoffe, die nächste Folge verläuft ohne irgendwelche Zwischenfälle. Ich hasse das, ey. Normalerweise müsste ich mal irgendwie immer in meinen WhatsApp-Status schreiben, so, yo, Aufnahme und so. Was soll's. Egal. Wir spielen einfach weiter. Es ist Sonntag. Mich sollte sowas nicht stören. Zeuge beim Mord, ey, ohne Scheiß. Hey, Johnny back there. Das ist natürlich irgendwie krass. Wenn jetzt also irgendein anderer noch die andere Leiche findet, könnte mir das dann auch angekreidet werden noch? Ich weiß es nicht. So, wir bringen das Pferd hier an. Pferd an den Pfosten anbringen, alles klar. Hat er keinen Bock drauf. Ja, da ist es wieder, da ist wieder die geilste Steuerung. So, jetzt bitte. Immer noch nicht. Jetzt bitte. Nein, jetzt bin ich einfach nur abgestiegen. Bruder, warum ist es so schwer? Muss man wirklich ein bisschen... Alter, ohne Scheiß. Man muss... Das regt mich so auf. Ach, hat er es jetzt gemacht? Er hat es gemacht. Meine Güte, alter Schwede. Nimm Reverend Swanson von deinem Pferd. Alles klar. Lege Reverend Swanson in sein Bett. Oh, der ist von ihr abgehauen, oder was? Naja, warum nicht? Sein Bett ist hier vorne.
Hier. Und ablegen. You better sleep your way to salvation, my friend. Salvation. What happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Okay. Ja, er wäre fast vom Zug überrollt worden, ne? Du hast die Glücksspielherausforderung freigeschaltet. Sieh in deinem Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. Mission abgeschlossen. Hello. Hello. Badabum, badabum. Wir gucken nochmal auf der Karte nach. Also, was haben wir denn hier jetzt? Wir haben Hosea, wir haben Kieran und wir haben Leopold Strauss. Strauss möchte mit dir sprechen. Geldverleih und andere Sünden. Zu Gast bei Freunden. Versuche von Kieran Informationen über die O'Driscolls zu sammeln. Und was macht Hosea? Hosea möchte mit dir sprechen. Alles klar. Horseshoe over. Look. So, hier vorne haben wir nichts mehr frei, ne? Was haben wir hier denn noch? Hier ist noch mein altes temporäres Pferd. Zeitungsverkäufer, Büchsenmacher. Oh, das hier unten. Die Postkutsche ist irgendwie freigeschaltet. Kehre gegen eine Gebühr an einen früheren Bereits. Ach, so ist das. Aha, mit der Postkutsche kann ich dann also überall hinreisen. Zum Beispiel hierhin wahrscheinlich, ne? Nice. Emerald Ranch. Wow, ja, nicht schlecht. J.E. Gesucht, tot oder lebendig. Judd hat gesagt, dass wir versuchen sollen, Sean von den Kopfgeldjägern zu retten, die wir in Blackwater gefangen haben. Ah, das machen wir erstmal später. Was ist hier unten? Briefkasten einfach nur oder was? Ein Gemischtwarenladen und eine Postmeisterei. Ja, gerne würde ich ja hier oben was freischalten. Aber was soll's? Ich könnte mich jetzt theoretisch sogar hier umziehen, in die Stadt reiten und dann wahrscheinlich... Nee, kann ich halt nicht. Nee, da muss ich dann tatsächlich nochmal hinreiten. Uffs. Was ich machen könnte an dieser Stelle ist definitiv nochmal gucken, wo der andere Bursche ist. Dann haben wir den auch schon auf der Karte. Ne, Emmett Granger, nicht wahr? Wir drehen mal kurz um, drehen nochmal um und dann gucken wir mal, wo der Kollege ist auf der Map. Ah! Emmett Granger! Direkt hier unten. Ja los, dann machen wir das noch gerade. Das ist ja cool. Da könnte ich ja fast schon zu Fuß hingehen. Hallo, Arthur. Und dann sollte ich mich wirklich mal in der nächsten Folge darum kümmern. Dein Pferd ist in der Nähe angebunden. Ja, komm. Ist es da schon? Soll ich da gerade zu Fuß hingehen? Oder ist es doch ein bisschen weiter weg? Oh, es scheint doch ein bisschen weiter weg zu sein. So ein Mist. Kommt mein Pferd jetzt eigentlich hinter mir her? Das war ein dicker Schuss. Junge, Junge, Junge. Ausdauer, du hast 25% Fortschritt für Stufe 6 erreicht. Oh, ein Hase. Die Hasen brauche ich natürlich immer noch für diese Challenge, ne? Da hinten läuft er. Naja, was soll's. Au, da ist mein Pferd. Hat zwar ein bisschen gebraucht, aber immerhin ist es da. Okay, dann lass uns reiten. Let's ride. So, dann wollen wir mal gucken. Springen. Das war close. So, Emmett Granger. Runterspringen können wir hier eher weniger. Hier auch noch nicht. Dann geh doch mal bitte 3 Meter weiter nach da vorne. So. Riecht nach Ärger. Steckt die Waffe aber erstmal weg. Moin, Keule.
Der sieht ja aus. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. And my occupation too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were? You used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Schön, das Gesicht zu behalten. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, a young man like you could get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Beseitige den Mist. Ach du Scheiße. Drücke Kasten, wenn du nah genug beim Mist stehst, um ihn mit der Mistgabel aufzuheben. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men. Na toll. And children too. Animals. I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks. Was soll ich damit jetzt machen? Skinned folks. In die Schubkarre oder was? Scalps. Leute. They scream. Also Cowboy und dieses Live hier hat ja schon was für sich. Allerdings ist das hier eine echte Mistarbeit, ne? Egal, wenigstens haben wir die vorletzte Person dann quasi befragt. Und uns fehlt wirklich nur noch der Typ da oben. I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten you like a sausage. Bah. No doubt. Ist es jetzt soweit? Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hands. Hell, that stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on, tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something, anything. You're making a book. You should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say, and I'll leave you alone. You owe me there. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time, you know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, you don't hit no man of peace, no government witness. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Bringe Dynamit an dem Dunglager an. Ach du Scheiße. Na, viel Spaß. Platzieren R2, anzünden Dreieck, no. Hinstellen, no. Warten, no. Und die Scheiße spritzt. 3, 2, 1. Ach, Kraft! You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! It's gonna be the last thing you do. Scheiße! Scheiße, Mann, ohne Scheiß. Ich hab gewusst, Mann, die Situation, das letzte Mal, als ich da drin war, es war so. Ich wusste nicht, wie ich schießen sollte. Machen eine Nahaufnahme von Emmett Granger, Alter.
Revolver L1. Nee, Moment. Nehmen Grangers Revolver. Okay, ich plündere ihn erst. Kann ich jetzt immer noch den Revolver nehmen? Ablegen, Cattleman Revolver. Nehmen Grangers Revolver. L1. Hä? Ah, jetzt habe ich ihn. Cattleman Revolver. So, wie ging das jetzt? Kompendium aktualisiert. So nämlich. Gedrückt halten. Lieblingswaffen Rang 6 von 59. Grangers Revolver. Das sieht schön aus. Vertrautheit ist natürlich nicht so gut. Genauigkeit. Ist genau das gleiche quasi wie der Cattleman Revolver, glaube ich. Mehr oder weniger. Ja, alles klar. So. Da muss ich ja nur noch ein Foto davon machen. Da. Bisschen weiter weg. Handmodus. Und R2. Oder soll ich mich ein bisschen weiter nach hier hinlegen? Hinstellen. Jetzt sieht man sein Gesicht auf jeden Fall. Ne? Ja, so. Mission erfolgreich abgeschlossen. Emmett Granger. Nice. So, dann gucken wir noch als letztes Mal auf der Karte, was hier abgeht. Wir sind jetzt hier oben. Da vorne ist mein Pferd. Alles klar. Da vorne ist unsere Station. Es ist nicht weit weg. Okay. Dann würde ich sagen, müsste ich mich wirklich in der nächsten Folge einfach mal umziehen und hier oben hinreiten. Bedeutet, die nächste Folge beginnt direkt hier oben. Vielen Dank fürs Einschalten. Werd gerne den Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüssikowski.